ich immer noch perfekt auswendig. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Worum geht es in Ein Oscar für Emily? Es geht um eine Familienlüge. eine große Familienlüge eigentlich. Klingt sehr dramatisch jetzt, ne? Aber darum geht's ja. Es handelt sich um ein älteres Schauspieler-Ehepaar, die nicht so wahnsinnig erfolgreich waren während ihrer Karriere, oder beziehungsweise die Karriere könnte man auch etwas in Anführungsstrichen setzen, und die eigentlich die Zeit damit vertun oder die Zeit damit belegen, indem sie Rollen spielen, die sie früher gespielt haben, also gemeinsam spielen und so. Und wie in jedem guten Stück gibt es auch ein Geheimnis. Und weil die zwei ein bisschen sich nicht so gut um sich selber kümmern können, obwohl sie behaupten, dass sie es können, gibt es jeden Tag, kommt ein junger Mann, der heißt Jeff, von dem mobilen Lunchservice und bringt ihnen Mittagessen. Und er ist dann natürlich das Publikum, was die zwei brauchen. Und über diese Figur hinweg werden einige Sachen aufgedeckt, die in dem Leben von Emily und Henry doch eher sehr tief unten liegen und die sie eigentlich nicht an die Öffentlichkeit bringen wollen, oder? Und das ist, also das Stück ist, hat einen großen Werf an Komik und gleichzeitig hat es einen großen Werf an Tiefgang. Und das ist auch, was Felix von Manteuffel und mich so angesprochen hat da drin. Es ist absolut eine Komödie, aber es hat etwas sehr, obwohl es zwei deutsche Autoren geschrieben haben, hat es etwas wirklich sehr Angelsächsisches. Insofern, als dort ja auch im Gegensatz zur hiesigen Boulevard-Tradition, die ja eigentlich keine wirkliche ist, weil das ist ja dann nach dem Krieg irgendwas, so diese Schenkelklopfnummern da entstanden. Aber in den angelsächsischen Ländern hat das ja Boulevard einen hohen Stellenwert auch, weil es das Leben abbildet, auch dort, also mit Höhen und Tiefen, Dramatik direkt neben der Komödie und dann wieder runter und es wird nichts ausgelassen an Problemen des Lebens. Und das hat dieses Stück und deswegen haben wir da auch uns dafür entschieden, das zu machen. Willst du zum Zirkus? Nein, ich will ins Theater, zur Oscarverleihung. Ah, mit dieser Frisur werden sie dich umleiten ins Hippodrom. Ja, und dich ins Mädchenpensionat. Jede Frau hat das Recht, verzweifelte Maßnahmen zu ergreifen, um alle Blicke auf sich zu ziehen. Auf den Kopf einen Federputz, um die Schultern eine pinkfarbene Gardine und am Arm einen sonnengebräunten Gigolo. Typisch Diva. Aus einem Drei-Groschen-Roman. Das Grauen schleicht durch Hollywood. Hat sich dein billiges Haartönungsmittel nun endlich durchgefressen? Ich hätte es wissen müssen. Heirat aus Mitleid ist nie eine Basis für die Zukunft. Na, streng dich nicht an. Wer mich beleidigt, bestimme immer noch ich. Also Parallelen im Umgang zwischen Felix und mir persönlich in unserer Ehe und zwischen Emily und Henry gibt es nicht. Wir haben genau 9-mal oder 7-mal gestritten, dann allerdings richtig in unserem Leben. Und wir sind jetzt 30 Jahre zusammen. Das finde ich einen guten Schnitt, muss ich sagen. Das ist nicht so schlimm. Ich kann mich gar nicht so dran erinnern. Ich weiß nur, dass bei diesen, das waren heftige Streits oder Streitereien oder wie man das nennen will. Aber die haben wir eigentlich immer, und vor allen Dingen ging das von meiner Frau aus, mit Humor gelöst. Also irgendwann stand die da und hat einfach nur gelacht. Und dann war alles wieder gut. Wir haben uns ja, was so oft ja auch der Fall ist, wir haben uns auf der Bühne kennengelernt. Wir hatten uns davor, mal 8 Jahre davor, sind wir uns begegnet bei einem Film, haben nichts miteinander anfangen können. Und dann aber in Zürich auf der Bühne, in Dame von Maxim, von Fedot, hat's geschnackelt. Und seitdem sind wir zusammen, also in diesem Jahr 30 Jahre. Keine Ahnung, wie ich es nur 45 Jahre mit dir aushalten konnte. Oh, das weißt du ganz genau. Du hattest ja keine Wahl. Ich oder Gefängnis. Hätte ich doch bloß das Gefängnis genommen. Jetzt ist es eine endlose Folter. Ah, so liebe ich unsere Morgende. Jeder Satz ein Scheidungsgrund. Ja, also das, ob man sich das jetzt eingestehen kann, dass man nicht das erreicht hat, was man erträumt hat, ist schwierig. Das ist für jeden Mensch oder fast für jeden Menschen schwierig. Also sicherlich haben sie Lust am Spiel. Das hat jeder Schauspieler, auch wenn er nicht so eine tolle Karriere macht und keinen Oscar bekommen hat.
oder ich zum Beispiel, habe trotzdem Wahnsinn. Ich mache das jetzt über 50 Jahre und liebe das nach wie vor. Es ist für mich das Größte irgendwie. Und also die spielen wahnsinnig gern. Also ich gestehen sie halt, die haben keinen besonders kritischen Blick auf sich selbst. Was sie tun, und das findet man ja auch sehr oft, ist, dass sie in einer großen Lebenslüge leben. Weil sie unglaubliche Verdränger sind, diese zwei Figuren. Das ist eigentlich das Thema des Stückes, die Verdrängung, Lebenslüge, der sie anhängen und kaum, ja, da kaum rauskommen. Und diese Lebenslüge wird eben aufgedeckt im Laufe des Stückes. Und das ist schmerzhaft. Aber die zwei haben die Fähigkeit, das wieder für sich so zu drehen, dass sie wieder auf einem neuen Plateau sind, wo sie doch sehr gut damit leben können. Aber sie müssen mal richtig auf den Boden krachen, bevor sie dann wieder hochkommen. Du hast es geschafft. Du hast mich fertig gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich heute noch zur Oscar-Verleihung gehen kann. Und gerade heute werde ich endlich meine verdiente Auszeichnung bekommen. Wenn jemand eine Auszeichnung bekommt, dann bin ich das für mein Lebenswerk. Ich werde Bill im Krankenhaus anrufen. Er muss mir meine Medikamente verschreiben. Das machst du jetzt nicht. Du ziehst meinen Sohn da nicht mit hinein. Außerdem kann er dir gar nichts verschreiben. Er ist Arzt. Er ist Anwalt. Und als solcher kann er mich verteidigen, wenn ich dir eine Gurke gegangen bin. Er würde dafür sorgen, dass ich mildernde Umstände bekäme. Wenn ich von meinen 45 Jahren Ehe mit dir berichten würde, hätte das Gericht ein Einsehen und ich würde freigesprochen werden. Vielleicht bekäme ich sogar noch Schmerzensgeld. Naja, die Schauspielerei, also Sie fragen, ob ich etwas in der Branche, ob das so üblich ist oder so, dass man es vergrößert oder größer macht oder dramatisiert vielleicht. Klar, Schauspieler sind ja Menschen, die sehr schnell in verschiedene Emotionen reinspringen müssen. Voll. Also ich glaube, zumindest meine Einschätzung, dass je weniger man zu tun hat oder je schlechter die Auftragslage ist, desto mehr macht man natürlich aus dem Wenigen. Und andersrum, wenn man viel zu tun hat, also kenne ich viele Leute, die dann durchaus auch einigermaßen bescheiden sind. Aber es gehört natürlich irgendwie auch ein bisschen zum Beruf dazu, finde ich, zu sagen, man macht halt viel und dies und das. Also ist schon sehr nah an der Realität. Ich würde mich jetzt persönlich nicht unbedingt dazu zählen. Also der Blick auf einen selber ist sicher ein schwerer für jeden. Und schon gar, wenn man sozusagen selber das Werkzeug ist, mit dem gearbeitet wird. Ja? Der eigene Körper, die eigene Stimme und so weiter. Aber ich glaube schon, dass es gibt welche, die eine klare Einschätzung von sich selber haben, Kollegen, und eine Sicherheit dadurch entwickeln. Also meine Frau und ich, wir sind, glaube ich, jetzt nicht so, dass wir so, wir wissen, was wir können, das schon, aber wir haben keine übertrieben hohe Meinung von uns. Also ich glaube, Bescheidenheit und Demut ist etwas, was gerade in unserem Berufsstand jedem gut ansteht. Ich will da nicht über andere reden, weiß ich nicht. Wer es hat, wer es nicht hat. Wer es hat, glaube ich, ist gut. Und wer es nicht hat, braucht es vielleicht nicht. Ein paar offene Castings, Projekte in der Pipeline. Der und der Redakteur und Produzent hat gesagt, wir machen mal was zusammen. Ist aber auch immer, glaube ich, so die Hoffnung natürlich, ne? Das Publikum hat dich geliebt. Ich habe dich geliebt. Ich liebe dich noch immer. Ich liebe dich mehr. Ah, wenn du bloß nicht immer die Nachtigall und die Lerche durcheinander gebracht hättest. Oh, du hast als Leiche im Sarkophag genießt. Das Publikum hat geschrien vor Lachen. Ja, das war eben damals so staubig auf der Bühne. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Ach, das hast du nur gemacht, um mir meine letzte große Szene zu vermasseln. Oh, ich habe mich beim Applaus hingekniet. Oh. Und ich um Verzeihung gebeten, aber du hast mich einfach umgeschubst. Ich bin auf den Rücken gefallen, wie ein Maikäfer. Die Leute haben geglaubt, dein Glück, dass die tot sind. Die Ehe von den beiden muss ja fürchterlich geworden sein. Ja, das ist sie ja dann auch. So. Es reicht. Ich reise ab. Ich fahre zu meinem Sohn. Wenn jemand zu meinem Sohn fährt, dann bin ich das. Oh, der... Essen auf Rädern ist da. Ja, sie ist von allen guten Geistern verlassen. Was ist mit der Oscar-Verleihung? Mit dem Kerl da halte ich es keine Sekunde länger in ihr aus. So gut, Herr
Vergessen wir heute den Oscar? Nein! Den Oscar, den vergesse ich nicht. Bei der Show werde ich dabei sein. There's no business like show business like no business on. Sie ist wieder zurück in der Wirklichkeit. Ob ich so Momente hatte? Nee, tatsächlich nicht. Weil ich glaube, wenn man das so von sich selbst sagen kann, ich glaube, dass ich nicht so ein typischer Schauspieler bin. Also in meinem Privatleben spielt mein Beruf eine Rolle auch, aber ich definiere mich jetzt nicht nur darüber. Und man hat schon das Gefühl, dass sich Henry und Emily sehr über ihren Beruf definieren. Und das tue ich auch, weil ich den Beruf wahnsinnig gerne mache. Aber tatsächlich würde ich nicht sagen, dass ich mich wieder erkenne in den beiden. Ich glaube nicht, dass ich so schlagfertig bin, wie Henry in dem Stück ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon so Situationen geben könnte oder auch schon in anderen Beziehungen, man ist ja nicht mehr der Jüngste, gab ja andere Sachen vorher, wo das schon auch härter wurde in der Auseinandersetzung und noch bösartiger vielleicht als bei den beiden. Bei denen schimmert ja immer die Liebe durch letztlich. Also bei allem Reinhauen, Draufhauen auf den anderen ist das eigentlich immer da. Naja, gut, Emily ist manchmal, ein bisschen dramatisch. Und manchmal kann ich auch dramatisch sein, einfach aus Dafke, ne, um etwas zu überspitzen oder zu überhöhen oder sowas. Aber nicht, wenn es wirklich um was Ernsthaftes geht oder sowas, nein. So. Jetzt wird nicht mehr gestritten. Wir streiten noch gar nicht. Und auch nicht mehr diskutiert. Jetzt wird etwas gegessen, damit ihr gestärkt in den langen Abend gehen könnt. Mein Küchenchef hat sich nämlich anlässlich der Oscarverleihung ein ganz besonderes Mittagsmenü für euch beide einfallen lassen. Ja, falscher Hase aus der Schnabeltasse. King Henry, für euch gibt es einer Flug übers Kuckucksnest. Hä? Halbes Hähnchen auf Strohkartoffeln. Für Emily haben wir den weißen Hai. Ein Stockfisch in Tomatensauce. Dazu gibt es zweimal das Dschungelbuch, also ein gemischter Salat. Und als Nachspeise Früchte des Zorns. Eine rote Grütze. Und das Menü heißt dann der Tod eines Handlungsreisenden. 12 Uhr mittags. Oder eher das Menü, das aus der Kälte kam. Also das Theater ist wunderschön. Es gefällt mir wahnsinnig gut und es hat eine wunderschöne Intimität. Wirklich eine ganz tolle Größe auch. Und wir haben mit dem Publikum einen ganz wirklich wundervollen Rapport. Also es ist ja wirklich so ein Austausch miteinander. Ich finde, es wird sehr, sehr gut aufgenommen. Ich hatte so ein bisschen, ich habe überlegt, ob es anders ist als das Berliner Publikum. Aber ich finde, das Stück funktioniert sehr ähnlich hier. Und die Leute sind sehr, sehr konzentriert. Ich finde, es ist immer eine gute Mischung aus zwischen, es gibt schon auch Leute, die viel lachen, aber es gibt auch Leute, die einfach dran sind und berührt sind und gerührt sind. Und also ich empfinde es als sehr konzentriert und sehr wohlwollend. Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl und das Publikum lässt das auch zu, dass wir uns hier sehr wohl fühlen können und dürfen. Also für mich ist es insofern was Neues hier, weil ich war ja 12 Jahre in der Münchner Kammerspielen. Und am Resi habe ich auch gespielt. Und das ist zum ersten Mal hier. Ich war auch nur einmal als Zuschauer hier in diesem Theater. Aber ich fühle mich sehr wohl. Also das ist ein unglaublich tolles Team hier. Und das ist am Renaissance-Theater in Berlin haben wir das ja auch gemacht. Das ist auch so ein kleineres Theater, was nicht so ein Riesenschiff ist wie diese großen, also Staatstheater und die großen Stadttheater, an denen ich natürlich überall gespielt habe. Aber diese Riesenschiffe sind eben auch entsprechend schwer zu manövrieren. Und da geht oft auch so Menschliches verloren. Und das ist hier und auch in Berlin, an diesen beiden Theatern, ist ein Traum, wie die Menschen sind. Hier sind nur Menschen, die sagen, das ist mein Beruf, ich mache das, weil ich es machen will. Und an den großen Theatern ist es mittlerweile natürlich so, weil die brauchen so viel Personal. Da gibt es eigentlich viele, die sagen, ja, es ist ein Job. Ja,
mache ich. Und da wird dann halt auch gesagt, kann man vielleicht hier? Nee, geht nicht. Auch so, naja, könnte man. Ich rede mal mit dem und so. Während hier wird das Wort Nein, kann ich nicht, gibt's nicht, gibt's nicht. Hier wird versucht, alles sofort zu regeln. Und das ist wahnsinnig schön. Man fühlt sich so zu Hause, herrlich. Das ist hier unsere Wohnung. Also das ist die Wohnung von Emily und Henry. Ihr müsst doch irgendwann mal anfangen, in der Wirklichkeit zu leben. Wenn ihr euch dermaßen auf der Straße aufführt, dann könnte man euch einweisen lassen. Ihr seid ein Fall für den Psychiater. Ich war beim Psychiater. 6 Monate lang. Als Arzt war er schlecht. Aber als Liebhaber verstand er sein Handwerk. Du hast mit deinem Psychiater geschlafen. Ja, selbstverständlich. Wie soll er mich denn sonst beurteilen, wenn er meine Sexualität nicht kennt? Ich meine, das ist ja so, als wenn ich zum Zahnarzt gehe und mache den Mund nicht auf. Emily, was ist das denn jetzt schon wieder für eine Geschichte? Könnt ihr nicht einen Moment mit euren Märchen aufhören? Keine Sorge, junger Freund. Wir passen schon auf uns auf. Und merkt ihr, wir sterben nicht daran, dass wir alt werden oder krank oder ansonsten einer Banalität wie vom Balkon springen. Die Menschen sterben daran, dass sie die Träume, mit denen sie geboren wurden, verlieren. Und mit den Träumen stirbt die Hoffnung.